Umgang mit Plage anderer. Vielleicht hast du das Gefühl, andere haben alle möglichen Plagen, sie plagen sich ab, sie fühlen sich geplagt und du willst ihnen helfen. Oder du merkst tatsächlich, es gibt andere, die einem anderen Menschen zur Plage werden. Was kannst du tun? Du hast wieder verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, du hörst dem Menschen mal zu. Zuhören ist eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. Eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten, mit denen du Gutes bewirken kannst. Manchmal hilft dem anderen zuzuhören und das hilft ihm schon mit der Situation umzugehen. Manche Menschen, wenn sie anderen ihr Leid klagen, merken plötzlich, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist oder spüren plötzlich, was sie machen könnten. Also eine Möglichkeit, zuhören. Zweite Möglichkeit, mit dem anderen sprechen, was er vielleicht tun kann oder dem anderen helfen. Manchmal ist aktive Nächstenliebe wichtig. Und als drittes musst du manchmal sagen, ich kann nicht das Leid aller Welt beseitigen. Du kannst die Plagen des Menschen an Gott weiterreichen und kannst sagen, oh Gott, da kann ich jetzt leider nichts machen. Sei es, dass ich habe andere Aufgaben, oder sei es, dass du sagst, das ist jenseits von dem, was ich tun kann. Ich vertraue diesen Menschen dir an. Bitte hilf ihm, bitte stehe ihm bei.